Porsche Straße in Wolfsburg. Die Stadt der Volkswagen. Der Käfer, die jeder kennt. São Paulo, Brasilien. Die Rua Augusta in São Paulo. Hier werden auch Volkswagen hergestellt. Die brasilianischen Volkswagen, die Fuscas, beherrschen noch mehr das Verkehrsbild, als wir es in Deutschland gewohnt sind. Die Belegschaft der VW-Werke in Deutschland produziert mehr Autos als jedes andere Werk in Europa. Die VW-Werke in São Paulo produzieren mehr Autos als alle anderen Werke in ganz Südamerika. Die Endmontage am Käferband in São Paulo. Manuel Silveira arbeitet hier als Springer. Das heißt, er muss überall dort einspringen, wo gerade ein Kollege fehlt. Endmontage in Wolfsburg. Reinhard Ludewig. Er macht dasselbe wie sein Kollege in São Paulo. Reinhard Ludewig ist verheiratet, hat zwei Kinder und verdient je nach Beschäftigungslage zwischen 1200 und 1600 Mark im Monat. Arbeite jetzt schon seit 16 Jahren in einem Werk, im VW-Werk in Wolfsburg. Und fühle mich einigermaßen auch gesund, dass ich einigermaßen auch noch ein paar Jahre länger arbeiten könnte. Reinhard Ludewig zu seiner Arbeit. Ich führe jetzt Arbeiten aus, die, kann man sagen, halb Nachreparatur, halb Reparaturen im Ganzen. Was so am Band anläuft,
muss auch einmal oder zweimal am Tag Leute ablösen, die entweder zum Sanitäter müssen oder irgendwo anders hin. Ne? An wie vielen solcher Käfer hat Reinhard Ludewig mitgearbeitet? 1958, wo ich dazugehöre, schätze ich so an die 1,5 Millionen Fahrzeuge, die du dann mit auf die Ränge kommen, wo ich die Hand angelegt habe. 1958 im Juni bin ich hier nach Westdeutschland gekommen, als Spätaussiedler, und habe dann gleich 3 Tage später, ganz kurzfristig, in der Arbeit im VW gekommen. Wie hat es damals angefangen? Das war Anfangslohn und ungefähr Vierteljahr nur Zeitlohn. Der war zwar minimal und ich hatte so angefangen mit 1,18 Mark bis 1,80 Mark. Und das hat sich dann nach einem Vierteljahr bis einem Jahr bis zum Akkord gesteigert. Ich wurde gefragt, ob ich am Band möchte arbeiten, ob ich Fingerfertigkeiten hätte. Da habe ich zugesagt. Dann haben sie mich ans Fertigband, an der Endmontage geholt. 16 Jahre arbeitet Reinhard Ludewig als Springer. Was meint er zu seiner beruflichen Verbesserung? Das wäre möglich, wenn ich mit meiner Meisterschaft und dem Vorgesetzten gut verstehe, vor allen Dingen. Und eben, dass ich zeige, dass ich willig bin, auch meine schwere Arbeit zu machen. Und zur Sicherheit des Arbeitsplatzes? Ja, die Sicherheit, den Arbeitsplatz zu behalten, den wird wohl keiner haben. Also, wenn es groß sollte Entlassungen geben, dann wird es beim ganzen Bundesgebiet knapp aussehen dann, mit Arbeitsplätzen. Tja, da müsste man Arbeit annehmen, die du zu der Zeit offen stehen, ist egal was für eine. Und man muss sie eben dann durchschlagen, wie es früher schon mal gewesen ist. Manuel Silvera fährt 1 Stunde bis zu seiner Schicht im VW-Werk. Er ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat 3 Kinder. Wie die meisten seiner Kollegen kam er als ungelernter Arbeiter in die 10-Millionen-Stadt. Nach 6 Jahren verdient er zwischen 1500 und 1700 Cruzeiros. Das sind im Durchschnitt monatlich ca. 450 deutsche Mark. Thank you.
Er ist der Einzige in der Familie, der verdient. Doch mehrere Verwandte sind auch noch von ihm abhängig. Die Beschäftigungslage in São Paulo ist schlecht. Manuel Silveira sagt, er wird keine andere Firma finden, wo er so viel verdienen kann. Sollte er gehen müssen, so glaubt er, keine gleichwertige Arbeit mehr zu finden. Fürchtet er um seinen Arbeitsplatz? So wie es jetzt aussieht, ja. Ich habe Angst. Es ist sehr schwer, eine neue Arbeit zu finden. Deshalb habe ich Angst. É difícil eu encontrar outra, né? Com o ordenado que eu tô, com o meu salário, né? Eu acho que é meio difícil, viu? É por isso que nesse ponto eu tenho medo, viu? Hat er die Möglichkeit, sich beruflich zu verbessern? Não faço. Aus zeitlichen Gründen, so sagt Manuel Silveira, kann er die vom Werk angebotenen Fortbildungskurse nicht besuchen. Mit Überstunden dauert seine Schicht oft über 12 Stunden. Am Sonntags, ja. Das ist das Einzige, was es gibt. Kinder schnappen und ins Grüne. So weit wie es möglich ist, wenn schönes Wetter ist. Und Hobby, ja, das ist eben Drumsträuchen im Wald. Spazieren gehen öfters. Und also Kleinigkeiten. Welche Rolle spielt bei Reinhard Ludewig die Arbeit? Einer tut es nur aus dem Geld wegen verdienen. Das würden die meisten sein, wie ich auch, dass man einen Lebensstandard unterhalten kann. Aber das ist im Grunde genommen die Familien, die da arbeiten, oder Familienväter, die sind am ersten abhängig vom Lohn und von der Arbeit, dass sie sie behalten. Seine tägliche Arbeit ist seine Existenzgrundlage. Um diese zu sichern, ist er Gewerkschaftsmitglied. Ich bin deshalb in die Gewerkschaft eingetreten, also in die IG Metall. Erstens ist doch vielleicht eine Sicherheit da, dass wir dann durch die Stärke vielleicht auch mal ein Wort mitzureden haben. Zweitens haben wir durch den Beitrag, den wir entrichten, eine Unfallversicherung, die auch privat zu Hause gilt. Und das ist schon ein guter Zweck dann. Was erwartet er überhaupt vom Leben? Lebensziel auch würde eben sein, dass die Kinder vernünftige Ausbildung haben, so weiter und gesund bleiben. Und dass wir dann das Alter gut über die Runden bringen. Reinhard Ludewig auf dem Weg zur Nachmittagsschicht. Einige Kollegen und er teilen sich in eine Fahrgemeinschaft. Jeder nimmt die anderen eine Woche lang in seinem Auto mit zur Arbeit.
die europäische Raumfahrt. Es sind Kollegen, die sich auch außerhalb der Arbeit kennen. Doch, es gibt viele, die sich gegenseitig kennen, die aus dem gleichen Ortschaft kommen, aus dem gleichen Hausgemeinschaft, die auch durch die jahrelange Zusammenarbeit schon angefreundet sind, die, wollen wir mal sagen, zusammen in Urlaub fahren, die andere Interessen haben, so wie Fußball, verschiedene andere Hobbys. Und die würden dann auch zusammenstehen, wenn es mal drauf ankommt. Kongress hier. Nächste Woche, ne? Ja. Ja, ich bin. Schon die Aktionärsversammlung oder was? Ja. São Paulo. Weit entfernt vom Zentrum der Stadt haben sich die Kollegen von Manuel Silveira ihre Häuschen gebaut. In Selbsthilfe und ohne offizielle Genehmigung. So kennen sie sich untereinander und viele von ihnen sind in der Gewerkschaft. Auch Manuel Silveira. Was sagt er dazu? E o sindicato faz pra mim? Bom, eu acho que o sindicato... Die Gewerkschaft ist ihm in mancher Hinsicht wichtig. Zum Beispiel kümmert sie sich um die medizinische Versorgung. Deshalb ist er Mitglied. Quem é sócio, si mesmo, né, no sindicato, ele pode... Ele tem assistência médica, né? Fußball und ab und zu eine Pinga, der einfache Zuckerrohrschnaps, gehören zu seiner Freizeit. Er bewohnt mit seiner Familie ein Zimmer und eine Küche. Kommt Frau Silveira mit dem Geld aus, das ihr Mann verdient? Da, mais ou menos, não passa bem, mas. Sie sagt, es geht recht und schlecht, aber nicht gerade gut.
Kann sie noch etwas zurücklegen? Eu faço economia mais que eu posso. Economia que eu guardo para dia. Sie spart, sagt sie, so gut sie kann. Problema de doença, sim, de farmácia, eu tenho dinheiro para comprar. 2, 4, 3, 2, 10, 2, 3. Você leva tudo. Wenn etwas übrig bleibt, wird es aufgehoben für Medikamente. Es ist aber auch schon passiert, dass kein Geld mehr dafür da war. Zum Beispiel, erzählt sie, war es schon der Fall, dass sie zwar das Rezept vom Arzt hatte, aber nicht das Geld, um die Medizin zu kaufen. Mit Gottes Hilfe habe sich aber die Krankheit des Jüngsten nicht verschlimmert. Ele não piorou, né? Frau Ludewig, auf die Frage nach dem Lohn ihres Mannes. Gut, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Und zur Frage nach den täglichen Ausgaben und zur Höhe der Miete. Also im Ganzen geht mit Heizung bezahlen wir 300 Mark. Ne? Und dann jeden zweiten Monat geht dann noch Lichtgeld ab. 70 Mark. Ja. Ja. 500, 600 Mark brauche ich schon. Manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger. Das ist ganz verschieden. Das ist ganz schwierig. Man muss schon ganz schön zusammenkratzen, um was zu kaufen. Jetzt noch durch die Kleinen, ne? Die braucht auch sehr viel Geld. Und es wäre schon besser, wenn ein bisschen mehr Geld da wäre, weil man mehr verdienen würde. Ne? Wenn Frau Ludewig an die Arbeit ihres Mannes denkt, dann sorgt sie sich zunächst um seinen Lohn. Mir gegenüber, ich würde mir wünschen, wenn er ein bisschen mehr Geld bekommen würde. Aber mein Mann, der würde natürlich eine bessere Arbeit vorziehen. Ne? Wollen wir so sagen, Menschen sollen jetzt durch Maschinen ersetzt werden, aber der Hauptanteil hat doch noch der einzelne Mensch, ob er nun an der Maschine sitzt oder am Fertigband, oder irgendwie eine andere Arbeit im Werk, die du, ob vom Lagerverwalter oder vom, wo man sagen, vom Terminer, der ihm das Material ranbringt, oder dem Mullifahrer, oder ist egal, welchen Job oder welche Arbeit sie im Werk haben. Das hängt alles zusammen. Und müssen eben dann zusammenhalten, so lange. Ich habe ein bisschen. Ängstlich bin ich, also wie man so hört, und alles sieht nicht sehr rosig aus. Als wir sie schließlich fragten, ob die Familie ihrer Meinung nach so viel vom Leben habe, wie es ihr nach 16 Jahren Arbeit zukomme, sagte sie: Ja, ich hoffe es. Genau weiß man das denn.